Moin Nordfriesland, alle gesund und munter, hoffe ich. Ja, ich habe euch heute etwas mitgebracht, wo mich schon die Überschrift so angesprungen hat. Und ich dachte also, in Nordfriesland ist das sicherlich von Interesse, wenn man mal über die Marschbahn berichtet. Das ist die heutige Bahn, die natürlich über den Hindenburgdamm nach Sylt geht. Und da habe ich hier auch in Mutters Unterlagen schöne Berichte gefunden. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich muss dazu sagen, das muss man ja immer erwähnen, der Autor dieses Berichts ist der Direktor des Nordfriesk-Institut in Bredstedt und der lehrte an der Universität in Flensburg. Hier ist so ganz klein ein Bild von ihm, aber so. Und das ist der Bericht und allein die Überschrift, der Anschluss Nordfrieslands an die weite Welt, das finde ich also schon sehr bemerkenswert. Also vor 125 Jahren wurde die Marschbahn eröffnet. Die Folge waren wirtschaftliche Umwälzungen an der Westküste und der zunehmende Inseltourismus. Die Eröffnung der Marschbahn vor 125 Jahren, keine Ahnung von wann dieser Artikel hier ist, bedeutete für das festländische Nordfriesland den Anschluss an die große Welt. Die Bahn veränderte das Leben der Menschen, die Fahrzeiten verkürzen sich entscheidend, das Postwesen kam einen gewaltigen Schritt voran, Waren konnten viel schneller transportiert werden. Die erste Nordfriesland berührende Eisenbahn, Tönning-Husum-Flensburg von 1854, hatte vor allem die Ost-West-Richtung betont. An einer schnellen Verbindung mit Hamburg und Deutschland war die damalige dänische Regierung nicht interessiert. Preußens Anliegen musste hingegen auch ein verkehrsmäßiger Anschluss der Neuerwerbung sein. Dennoch dauerte es 2 Jahrzehnte, bis der Bau einer Nordfriesland von Süden nach Norden durchziehenden Eisenbahn verwirklicht wurde. Dithmarschen hatte 1877-78 seinen Anschluss nach Süden erhalten. 10 Jahre danach wurde die Marschbahn nun von Heide über Friedrichstadt, Husum, Bredstedt, Niebel, Tondern und weiter an die dänische Grenze bei Riepen verlängert. Einen Anstoß gaben wohl auch militärische Überlegungen, da man im Kriegsfall eine britische Invasion an der Nordseeküste befürchtete. Besonders schwierig gestalteten sich die Bauarbeiten in der Marsch und am Stolberg. Hier wurden beim Durchstich Quellen freigelegt, die seitdem mehrere Fischerteiche speisen. Bei einer Verschüttung am Stolberg-Einschnitt verunglückten 3 Arbeiter tödlich. Zahlreiche polnische und russische Monarchen, in Klammern Wanderarbeiter, also wurde der Name da ein bisschen zweckentfremdet, wurden beim Bahnbau eingesetzt. Die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften, die als billig und willig galten, wuchs damals in Deutschland zu einer Massenbewegung heran und erreichte ihren Höchststand 1914 mit etwa 1,2 Millionen. Im Zuge des Bahnbaus wurde bei Friedrichstadt erstmals eine feste Überquerung über die Eider unterhalb von Rendsburg errichtet. Eine Straßenbrücke über den alten Grenzfluss zwischen Schleswig und Holstein, Nordfriesland und Dithmarschen folgte erst 1916. In Husum teilte die Eisenbahnbrücke den Binnen vom neuen Außenhafen. Neue Wirtschaftsbetriebe entstanden. Wirtschaftsbetriebe entstanden vielfach in unmittelbarer Nähe und manchmal mit direktem Gleisanschluss. Die Straßen zu den Bahnhöfen, die als Visitenkarten der Ortschaften galten, zierten häufig prachtvolle Villen. Zugleich brachte das Eindringen von Neuem Altes in Gefahr, wie sich auch am beschleunigten Rückgang der friesischen Sprache zeigte. Dass billige Fabrikware jetzt schnell nach Nordfriesland transportiert werden konnte, bedeutete das Ende für manchen traditionellen Handwerksberuf.
Gerade rechtzeitig kam die Eisenbahn für den Viehexport aus Nordfriesland. Die Ausfuhr über die Nordsee nach Großbritannien endete 1889. Jetzt konnten die Tiere auf Schienen nach Süden transportiert werden. Das Wachstum des Husumer Viehmarkts hing nicht zuletzt mit der neuen Eisenbahnverbindung zusammen. Ich habe gerade neulich erst im Schleswig-Holstein-Magazin Bericht gesehen, wie der damalige Viehmarkt in Husum ausgesehen hat. Gigantisch. Tausende von Rindern und Schafen und so weiter. Das war wohl der größte Viehmarkt Europas, wurde da gesagt. Als Zubringer und für den regionalen Verkehr erhielt die Marschbahn mehrere Nebenstrecken. So 1888-89 die von Lindholm über Leck nach Flensburg. Die Verbindung zwischen Tondern und Heuerschleuse gewann seit 1892 vor allem für den Fremdenverkehr nach Sylt Bedeutung. Als nach der Volksabstimmung 1920 auch Heuer an Dänemark fiel, war dies ein Anlass für den Bau des 1927 eröffneten Hindenburgsdamm. Also da erzählt Mutter immer noch, dass sie dabei war. Da war sie 27, 6 Jahre alt und da war sie mit ihren Eltern dahin gefahren und dann fuhr der Hindenburg wohl auf irgendeinem Waggon da und winkte den Leuten immer zu. Und das weiß sie noch wie heute. Das erzählt sie mir so oft, wenn wir vom Hindenburgdamm sprechen. Das war was damals. Naja. Die Anreise der Badegäste nach Föhr und Amrum erleichterte die 1895 eröffnete Kleinbahn mit einer schmalen Spurweite von nur 1 Meter zwischen Dagebühl und Niebel. So, das ist von Professor Thomas Steensen. Und dann ist hier noch ein kleines Teil, das muss ich noch mal eben vorlesen. Das finde ich also recht witzig, weil begrenzter Horizont ohne Gleisanschluss. Der Philosoph und Pädagoge Friedrich Paulsen, nachdem ja das Gymnasium in Niebel benannt wurde, schilderte die Abgeschlossenheit des Lebens, wie sie bis zum Bau der Marschbahn in seinem Geburtsort Langenhorn genauso wie in vielen anderen Dörfern des nordfriesischen Festlandes herrschte. Meine Heimat Nordfriesland lag, als ich als Knabe heranwuchs, noch ganz außerhalb der Welt. Keine Eisenbahn brachte die Landbewohner wie jetzt in wenigen Minuten in die Stadt nach Flensburg oder Husum. In die nächsten Städte kam man oft in Jahren nicht. Manche, vor allem Frauen, haben kaum je eine Stadt gesehen. Wer Hamburg gesehen hatte, war ein weit gereister Mann. Dass es auch ein Berlin gab, wusste man nur aus der Geografie. Es war uns ferner als heute St. Louis oder Moskau. Das ist ein Zitat aus Friedrich Paulsen aus meinem Leben. Ja, das fand ich also schon mal sehr interessant. Und dann kann ich hier nochmal, das sind mit den Fotos, die wir dann aber auch einblenden, die sehr schön sind, die alten Fotos. Bewegte Zeiten für die Marschbahn. 1930 wurden die Pläne für den Bau einer Autostraße neben dem Hindenburgdamm ad acta gelegt. Die 125-jährige Geschichte der Marschbahn hat der Fahretofter Georg Böhm nachgezeichnet. Der Technische Bundesbahnamtsrat AD beschäftigt sich seit 2005 im Verein für Niebeler Geschichte auch mit der Eisenbahnhistorie an der Westküste. Also ich muss dazu aber noch mal erwähnen, das muss man ja immer, dass diese Fotos alle aus dem Archiv von Foto Hansen stammen. Die Insel Sylt mit ihrer Verbindung über Tondernheuer-Schleuse konnte nach dem Versailler Vertrag der neuen Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark im Jahre 1920 nur noch durch eine Fahrt über dänisches Gebiet erreicht werden. Durch Vereinbarung mit Dänemark wurde deshalb für die Badezüge eine Art Korridorverkehr unter Zoll- und Passfreiheit eingerichtet. Diese umständlichen Verhältnisse beschleunigten die Ausführung der schon vor dem Krieg durch Anleihe gesetzt vom 28. Mai 1913 beschlossenen Nebenbahn Niebel-Westerland mit einem Damm
durch das Wattenmeer. Nachdem die erste Teilstrecke Nibel-Klangsbüll bereits am 9. Oktober 1922 eröffnet werden konnte, wurde der Hindenburgdamm in den Jahren 1923 bis 1927 in eigener Regie der Reichswasserstraßenverwaltung für die Reichsbahn erbaut. Nachdem auch die anschließende Inselstrecke fertiggestellt war, konnte die gesamte Reststrecke bis Westerland am 1. Juni 1927 in Betrieb genommen werden. Damit büßte der letzte Teil der Marschbahn von Nibel zur Landesgrenze seine Bedeutung ein. Und die landläufige Bezeichnung Marschbahn ging sukzessive auf den Streckenteil nach Westerland über. Zur Kfz-Verladung für die Inselbewohner und Badegäste standen mit der Streckeneröffnung 1927 zunächst in Klangsbüll und Morsungen Rampen für Kopf- und Seitenverladung zur Verfügung. Hierbei wurden die Kraftfahrzeuge mit konventionellen Flachwagen, da haben wir auch das Bild hier, wir blenden das dann auch ein, hier sind diese Flachwagen, mit konventionellen Flachwagen zumeist in regulären Güterzügen transportiert. Ab 1930 wurde dann die Autoverladung aus Platzgründen und wegen der besseren Straßenanbindung nach Nibel und Westerland verlagert. Wobei die Flachwagen den regulären Personenzügen beigestellt wurden. In späteren Jahren wurden schließlich während der Hauptsaison erstmals reine Kfz-Züge eingesetzt. Hierzu wurden die Autos mit aufgenagelten Holzkeilen gesichert und verzurrt. Die Autoinsassen durften nicht im Auto bleiben, sondern mussten einen Personenzug benutzen. Im Übrigen kamen immer wieder Diskussionen auf, welche den Bau einer Autostraße neben dem Damm verlangten. Diese wurden jedoch 1930 durch Vereinbarung zwischen dem preußischen Landwirtschaftsministerium und der Deutschen Reichsbahngesellschaft abgeblockt, indem der Reichsbahn diesbezüglich auf Dauer Rechtssicherheit zugestanden wurde. Nach dem Krieg erfolgte die Autoverladung wie vor 1930 zunächst wieder in Klangsbüll. Die damit verbundenen Verspätungen und Engpässe erforderten jedoch eine schnelle Rückverlagerung nach Nibel. Erstmals verkehrte ab 1948 auch wieder ein Schnellzugpaar für den öffentlichen Verkehr von Hamburg nach Sylt. Beginnend mit der Sommersaison 1950 gab es von Juni bis September erstmals echte Autozüge. Ab 1958 ersetzte man die Flachwagen durch zweiteilige doppelstöckige Autotransportwagen mit kleineren Raddurchmessern. Ab 1961 konnte zusammen mit der neu errichteten ortsfesten Anlagen in Nibel und Westerland der Regelbetrieb aufgenommen werden. Also ich fand, da steht viel Interessantes drin, was man ich zumindest so genau nicht wusste. Ich hatte mir eigentlich, ehrlich gesagt, nie Gedanken darüber gemacht, wie wohl früher die Autos auf diesen Waggons gestanden hatten. Irgendwie ist das so selbstverständlich, das waren immer diese Doppeldecker und gut ist. Aber so ist das halt, wenn man in alten Unterlagen kramt. Und ich bin nach wie vor dankbar. So, das Eröffnungsbild und das Abspannbild sind diesmal von Sebastian Mande von Sylt. Und die Videobearbeitung, wie immer, unser lieber Freund Sigi Wolf. Moin! Not this time.